Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und dank baudu.de ist mein Paketbote gestern doch ziemlich ins Schwitzen gekommen. Der Shield Helicarrier liegt jetzt hier vor mir, wenn auch noch in fast 3000 Einzelteilen und noch verpackt. Heute schauen wir uns mal an, wie wir das Ding auspacken, das demnächst dann, das kann aber noch ein paar Tage dauern, dann wie er denn richtig fertig zusammengesteckt sich auf dem Tisch macht. Wir sehen hier schon große Verpackung, da ist auch einiges natürlich drauf gedruckt, was dann erahnen lässt, wie er später dann wirken wird. Ich habe den Helicarrier hier schon öfter vorgestellt, er hat 296 Teile, kostet allerdings eben auch knapp 350 Euro und ist jetzt Anfang März 2015 erschienen. Bisher war ich eigentlich auch der festen Überzeugung, dass mir das 350 Euro eigentlich nicht wert ist. Ob ich dieser Meinung in wenigen Tagen dann immer noch bin, das wird man dann ja sehen. Wir sehen hier, die Packung ist wirklich groß. Wenn wir da eine kleine Packung nehmen halten, die passt da ja x-mal rein. Das ist wie bei diesen Vergleichen mit der Sonne. Wie oft passt die Erde da rein? Und selbst das Spaceship von Benny würde er auch ein paar Mal durchaus in diesen voluminösen Kasten hineinpassen. Nicht, dass man das machen würde, aber man weiß, man könnte, wenn man denn platzsparend die Sachen irgendwie lagern möchte. Ja, aber wo draußen ist, ist auch irgendwo ein drinnen. Deswegen öffnen wir das Ganze mal. Währenddessen erzähle ich mal, dass wenn man den Helicarrier übrigens zurzeit bestellt, zumindest bis Ende März, dann gibt es von Lego noch, man halte sich fest, den Winter Soldier, also eine Minifigur, zusätzlich kostenlos dazu. Genau, also das möge man im Hinterkopf haben. Dann ein paar Minifiguren sind aber dann nachher auch sowieso dabei, nämlich 5. Nick Fury, Black Widow, Captain America, Hawkeye und Maria Hill. Ja, die müssen wir jetzt in diesen Tütchen hier allerdings länger suchen. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis ich die alle rausgeholt habe. Währenddessen kann ich nochmal erzählen, dass dieser Helicarrier, ja, naja, gut, natürlich groß ist. Er hat 2 Start- und Landebahnen und er hat auch noch 4 Rotoren, die ziemlich prägnant sind an den Seiten. Die drehen sich. Die können sogar dann mit Motorkraft gedreht werden. Allerdings, und das erkennen wir vielleicht auch schon, die Motoren sind in dieser Packung für 350 Euro noch nicht dabei. Wäre ja auch viel zu schön gewesen. Die darf man dann nochmal für knapp 30, 40 Euro dazu kaufen. Ja, hier ist die Anleitung. Das ist schon richtig was Voluminöses. Das macht sich doch im Bücherschrank richtig schön. Und da hat man ordentlich Bauspaß. Bei 3000 Teilen jetzt auch nicht überraschend. Eher schade finde ich, dass man mal wieder Aufkleber aufbringen muss. Dann ist in der Packung noch so ein weißer Karton. Das kennen wir vom Sandcrawler. Da gab es das auch. Wahrscheinlich, damit die Tütchen nicht alle irgendwie sich in eine Ecke verkrauchen und dann eine Unwucht in dem Paket entsteht, gibt es hier nochmal ein Paket im Paket. Und da ist jetzt aber nichts Überraschendes drin, sondern einfach weitere Tütchen. Da sehen wir zum Beispiel einen Teil 10. Da sehen wir also wieder, wir können in Abschnitten bauen. Das ist doch auch beruhigend. Man muss sich nicht ein komplettes Wochenende dafür freischaufeln. Und da sieht man auch schon, das sind diese Plättchen zum Beispiel, wo dann die Landebahn drauf entsteht. Die soll ja auch schön plan sein, damit unsere Flieger nicht über die Noppen dann irgendwie stolpern. Da sehen wir es, können wir notfalls wahrscheinlich auch irgendwie als Autobahnersatz nehmen. Und da leben übrigens dieses helle, das sind die Rotoren. Die gibt es und gab es wahrscheinlich so bisher in anderen Sets auch noch nicht. Dass das Set übrigens jetzt gerade rauskommt, ist kein Zufall. Der Avenger-Film steht ja kurz vor dem Release in den Kinos. Ein Helicarrier gab es ja in der letzten Folge. Ob wieder einer dabei ist, weiß ich nicht. Da sehen wir nochmal die Aufkleber, da sehen wir nochmal das Buch und ich muss mich jetzt wohl erstmal ein paar Tage zurückziehen. Noch am Rande sei erwähnt, dass allerdings dazwischen es noch was gibt, nämlich das lang geforderte Pariser Restaurant. Das steht jetzt fertig hier, wird abgefilmt und in den nächsten Tagen präsentiert. Viel Spaß!